Kopf mit meinem Motorrad natürlich auf der Hebebühne. Dann bocke ich es hinten auf, damit ich das Hinterrad ausbauen kann. Die Kette hat ihre Verschleißgrenze erreicht, wenn man sie mehr als 4 mm vom Kettenblatt abziehen kann. Dann als erstes die Achse raus, damit das Hinterrad ausgebaut werden kann. Nun nehme ich den Kettenradflansch samt Kettenrad vom Hinterrad ab. Bei der Gelegenheit schaue ich mir gleich mal die Dämpfergummis an. Auch die Radlager prüfe ich jetzt gleich mal auf Verschleiß. Als nächstes schraube ich das Kettenblatt vom Kettenradflansch ab. Bevor ich das neue Kettenblatt draufschraube, wird natürlich der Kettenradflansch erstmal gründlich sauber gemacht. So. Das neue Kettenkit ist da. Drin sind das Ritzel mit Geräuschdämpfung, ein Kettenrad und meine DIT X-Ring-Kette 525. VX. Nette Zugabe vom Verkäufer, eine kleine Dose Kettenfett und eine Tüte Gummibärchen. Die Dittgitter, das Ritzel, und das Kettenblatt. Das Ritzel habe ich genommen mit Geräuschdämpfung. Mal sehen, ob es was ausmacht. Na gut, Schrift nach oben. Dann muss man da einschrauben. Nun schraube ich das neue Kettenblatt an den Kettenradflansch an. Die Schrauben tue ich leicht einölen, bevor ich die Muttern draufschraube.
Als Schutz für empfindliche Teile habe ich mir aus Aluminiumwinkel zwei Streifen geschnitten und verwende diese als Schraubstockschutzbacken. Die Schrauben vom Antriebskettenrad bei meinem Motorrad sollen mit 42 bis 50 Newtonmeter angezogen werden. Kurzer Radlagercheck und dann stecke ich den Kettenradflansch wieder in die Dämpfergummis. So, der hintere Teil ist erledigt. Nun geht's zur Kette. Natürlich kann man mit dem Kettenvernied- und Entniet-Werkzeug die Kette, sagen wir mal, entnieten. Ich nehme aber den leichteren Weg, der mir persönlich besser gefällt. Und schneide es einfach mit der Flex durch. Das geht schneller und die Kette wandert sowieso in Schrott. Nun muss ich an das Motorritzel. Dazu muss ich erstmal den Fußschalthebel und die Abdeckung vom Ritzel abschrauben. Das ist nicht gut. Das Ritzel wird gehalten von dem Halteblech, was mit zwei Schrauben gesichert ist. Ja, das alte Ritzel ist hin. Das neue Ritzel sieht nicht nur besser aus, es hat auch noch Gummis dran zur Geräuschdämpfung. Mal sehen, ob es was bringt. Festziehen tue ich die Schrauben erst, wenn die Kette, die neue Kette drauf ist.
Kettenspanner habe ich sauber gemacht und komme nur wieder an ihren Platz. Die Hinterachse versehe ich mit einem dünnen Fettfilm. Nun baue ich das Hinterrad ein, die Hinterachse rein, aber die Hinterachse lasse ich ganz locker, weil ich die Kette noch spannen muss. Nun ziehe ich die neue Kette auf. Die Gegenmutter und die Einstellmutter des Kettenspanners tue ich total lösen, auf beiden Seiten natürlich. Und schiebe das Rad ganz nach vorn. Nun verbinde ich die Kette mit dem mitgelieferten Nietschloss. Ganz wichtig dabei die X-Ringe und viel Fett. Nun verbinde ich die Kette mit dem mitgelieferten Nietschloss. Vergessen darf man nicht, sie schön einzufetten mit dem mitgelieferten Kettenfett. Nun geht es ans Vernieten. Zuerst muss diese Kettenlasche richtig draufgeschoben werden. Das mache ich auch schon mit diesem Kettenvernietgerät.
Vielleicht habe ich ja schon ein bisschen zu viel Kraft aufgewendet. So dolle brauche ich es, glaube ich, gar nicht. Dann geht's an Vernieten. Eigentlich eine feine Sache. Geht schnell, zügig und ist sauber. Gut sein. Ja, die Nieten sehen gut aus. Bin mir sicher, das hält. Nachdem ich das Halteblech des Kettenritzels festgezogen habe, kann die Abdeckung auch wieder drauf.
Nun geht es an die Feinjustierung der Kettenspannung und der Kettenflucht. Beides sind ganz wichtig. So, Kettenspannung bei meiner 35 bis 40 mm auf den Seitenständer. Den Kettendurchhang bei meinem Motorrad, bei der Transalp, soll man messen, wenn sie auf dem Seitenständer steht. Das ist auch bei jedem Motorrad anders. Sollte man im Handbuch nachlesen. So, natürlich ist die Kette jetzt noch viel zu straff. Das heißt, an den Kettenspannern beidseitig kurz lösen, Draht nach vorn schieben und nochmal messen. Und das so lange, bis der Abstand von 35 mm gegeben ist. Das kann ein Weilchen dauern, braucht man Geduld. Bis 17,5. Das sind genau 35. 3,5 cm. 1, 2, 3. Super, jetzt gucken wir mal nach der Kettenflucht. Hilfreich und genauer als die Markierung am Kettenspanner ist ein Kettenfluchtprüfgerät. Das ist wirklich eine prima Sache und haut wunderbar hin. Das Kettenfluchtprüfgerät hat Magneten und wird am Kettenblatt hinten angeheftet. Und dann schwenkt man es und man sieht, wo der Laser hinzeigt. Nachjustiert wird an den Kettenspannern, rechts und links, je nachdem, wo die Kettenflucht hinlaufen soll. Aber das Endergebnis ist einfach super. Er läuft jetzt schön sauber in einer Richtung. Ja, das Lasermessgerät, das macht man einfach ans Kettenritzel hier, das ist magnetisch. Und dann hat man wunderbar eine Linie, ob die Kette sauber geradeaus läuft. Mal sehen, ob ich es zeigen kann. Lass mal ganz wenig Licht mitlaufen, dann sieht man es vielleicht. So. Hier vorne, also auf der äußeren Nieder. Das geht durch. Kann etwas dauern, aber das Endergebnis ist einfach super. Bis hinten. Immer ist der Lichtkegel auf der äußeren Nieder. Also läuft ganz gerade. Besser geht's nicht mehr. Ich mache mal das Licht noch ganz aus. Vielleicht sieht man dann den Laserstrahl besser. Vorne auf der äußeren Nieder. Bis hinter. Alles auf der äußeren Nieder. Ganz gerade, ganz sauber. Also das Ding ist gut. Das ist super. Das ist so
Leder und einen Magneten. Das wird einfach dran gehaften an das Kettenrad. Gut. Zum Schluss werden die Kettenspanner noch mit Einstellmutter und Gegenmutter gekontert, damit nichts mehr verrutscht. Nach ein paar hundert Kilometern werde ich alles nochmal prüfen. Kettenspannung und Kettenflucht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen.